Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast About Schmidt Show mit Antrag und Neu. Ja, genau. Also wer jetzt nicht weiß, wer Manuel Antrag ist oder Mike Neu, selber schuld. Googelt es halt einfach. Sidekick-Star und Baseball-Legende. Ja. Genau. Und außerdem, die erste Folge ist ja schon längst... Die erste Folge ist schon seit einer Woche online. Ne? Also, absolut. Wer es jetzt noch nicht weiß, auf jeden Fall da mal einschalten. Ja, das war schon ziemlich lustig, fand ich. Ja, fand ich auch. Also wir optimieren das jetzt nochmal. Uns ist beiden aufgefallen, wir haben irgendwie so runtergeguckt, ne? Ja, wir waren irgendwie so Podcast-affin und... Ja, genau. Es ist ja eigentlich ein Podcast, Spotify und Co. Und da ist halt hier so dein Laptop und da sieht man irgendwie... Aber da sieht man ja eigentlich nichts drauf. Nee, man sieht eigentlich an und für sich, sieht man nichts. Nee, und das ist ja auch wieder so dieses Thema, auch wir improvisieren hier weitestgehend. Ja, genau. Obwohl ich habe heute hier wirklich unfassbar viele Übrigens, Lieblingshobby von dir, du liest viel Zeitungen. Ne? Ich lese sehr viel Zeitung. Ja. Das habe ich übrigens wirklich, also ich hatte auch früher mal den Kölner Stadtanzeiger abonniert in Köln, hatte auch mal ein Zeitabo, das haben mir meine Eltern zum Anfang des Studiums geschenkt. Ich habe nie eine Zeile gelesen, nur über das Zeitmagazin Kreuzworträtsel gemacht. Ja, immerhin. Ja, das hat mich auch intellektuell sehr weit nach vorne gebracht. Mache ich heute auch wieder. Also jetzt nicht heute in dem Podcast. So, pass auf. Das letzte Mal haben wir uns verabschiedet, dass wir jetzt in dieser nächsten, also heute... Zurückspringen in das Jahr 1995 und über die erste Folge reden. Genau. Aber? Nö. Machen wir nicht. Nö, machen wir natürlich nicht. Weil ich habe dann, das hat ja Zeit. Ja? Das läuft ja nicht weg. Ne? Nö. Also die wird ja nicht anders und ist sau interessant wird das. Aber dann habe ich... hier diesen Zeittitel gesehen, ja, Donnerstag letzter Woche. Wie frei ist die Kunst noch? Und das ist ja genau dieses Thema, was wir auch so ein bisschen in der ersten Folge angeteased haben. Wäre so eine Late Night in der Form heute noch möglich oder nicht? Ja. Ja? Wie frei ist die Kunst noch? Was darf man noch sagen? Gender. Darf man überhaupt noch was sagen? Ja, genau, spannendes Thema. Ich finde schon, sehr, sehr viel darf man sagen. Das darf ich schon mal irgendwie spoilern. So, und dann hatte ich da schon ein paar schöne Ausschnitte vorbereitet und wir haben da uns bedient an einem sehr, sehr schönen YouTube-Klassiker. Ja, ne? Genau. Der heißt? Darf man sagen? Ja, natürlich darf man sagen. Er hat Neger gesagt. Er hat Neger gesagt. Ja, es steht da übrigens ohne Anführungszeichen, ja. Aber es geht darum, dass ja eigentlich die Anführungszeichen dabei sind, weil es um die... Aber egal. So, dann haben wir alles schön vorbereitet. Und dann habe ich aufgrund dieses Themas das Bier ausgesucht. Ja, da bin ich mal gespannt. Was denkst du, was könnte es sein? Du hattest eine Befürchtung. Ich hatte fast auf dem Malzbier getippt. Auch ein dunkles Bier, sag ich mal. Ja? Das wird sein. Ja. Malzbier ist ohne Alkohol. Das ist doch scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße. Ja. So, und zwar gibt's heute. Ja, das kenne ich. Black. Ich kenne mein Bier. Das ist fantastisch. Black Power! Und das ist richtig gut, finde ich. Findest du? Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, ich bin da immer, also da ist so ein, für alle nur Podcast-Hörer, da ist es so ein komisches goldenes Einhorn auf dem Etikett. Black heißt das Bier bei Licorne. Brasserie Dupuis. Genau, kommt aus Frankreich. Genau. Kommt aus Frankreich. Ja. Und aus Saverne. Ja, das ist so zwischen, sagen wir mal, Saarbrücke. Oh. Das hat ja fantastisch funktioniert. Ja, ich habe gesagt, hast du einen Flaschenöffner? Keine Übung, Manuel. Ja, aber das geht bei mir hier mal bei dem Ende. Ja, aber ich mache auch immer mit Markern. Der war halt eben nun mal gerade zur Hand. Also es ist kein Elling-Marker, sondern ein Faber-Castell. So, du kennst das. Also ja. Saverne, wie gesagt, da ist die Brasserie, die Brauerei, 6,0 Umdrehungen. Und zwischen Straßburg und Saarbrücke. Ja, dann. Prost. Prost. Schmeckt auch nichts, ja. Ne? Genau. Schmeckt da nichts. Außerdem sieht man ja jetzt gar nicht, dass es Black ist, weil es in der Flasche ist. Egal. So, pass auf. Dann, als schon
unsere 500 Autoren dieses Thema vorbereitet hatten, ja, er hat Neger gesagt. Und was darf die Kunst noch sagen und so weiter. Dann kam irgendwie dieses Riesentrara diese Woche um das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre. Genau. Und weil ich das ja auch in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr verfolgt habe, so dieser Dreiklang, ja, mhm. Es geht ja um Dr. Döpfner, Dr. Matthias Döpfner, ja. Den Chef des Springer Verlags, seinen ehemaligen Chefredakteur, Julian Reichelt. Und es geht um Benjamin von Stuckrad-Barre, der 10 Jahre für Springer gearbeitet hat und dann aber nicht mehr. Und der dann auch schon mal so in den letzten Jahren so ein paar geheime Chatverläufe mit seinem ehemaligen Freund ja. Mathis Döpfner rausgeschickt hat. So, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil, und ich glaube, du wusstest das gar nicht, dass Benny oder Stucki ja auch mal bei uns gearbeitet hat. Nee, wusste ich nicht, genau. Siehst du mal? Ja, war ein Autor. Nee, doch, ja. Er war Autor und er hat auch, war auch aktiver quasi, aber da kommen wir gleich zu. Nee, habe ich tatsächlich jetzt nachgelesen, habe ich jetzt überhaupt nicht mit der Harald Schmidtow in Verbindung gebracht. Ja. Ich fand, da gab es so mehrere Beziehungen, weil ich war ja auch mal Chefredakteur. Ja. Und der Harald Schmidt war ja auch mal Chef und mit Benjamin von Stuckrad-Barre haben wir uns immer gut verstanden und so. Also, tricky. Pass auf. Ich habe das Buch mir besorgt. Ich ja, tatsächlich? Ja, absolut. Ich bin ja totaler Hörbuch-Fan. Ja. Ja. Also ich habe ein Abonnement bei Audible und weil ich ja irgendwie viel wegen der ganzen Wanderei unterwegs bin im Auto, habe ich das jetzt mal die 11,5 Stunden so einfach mal weggehört. Im Auto? Die letzten 3 Tage im Auto. Ja, ich höre zum Beispiel Podcasts oder abends im Bett. Ich kann Bett? Abends nicht einschlafen, dann muss ich abends noch was hören. Ehrlich? Ja. Ja, dann trinkst du nicht genug. Wieso kannst du denn abends nicht schlafen? Ja, das kann ich auch sein. Du musst mehr saufen. Du musst mehr saufen. Ja, das probiere ich dann heute Abend mal. Ja, genau. Ich habe auch noch mehr dabei. Ne? Also, das ist ein ganz fantastisch. So, auf jeden Fall habe ich dieses Buch gehört. Noch wach? Fragezeichen. Genau, noch wach. Ja. Seit Mittwoch eben auch als Hörbuch zu haben und um es vorwegzunehmen, fantastisch. Okay. Unfassbar geniales Buch. So im zweiten Teil, es geht halt eben um MeToo, es geht um Harvey Weinstein und es geht eben auch um die übergriffigen Geschichten vom Bild-Chefredakteur gegenüber Mitarbeiterin, der natürlich nicht der Bild-Chefredakteur ist, sondern er heißt nur der Chefredakteur, es ist ein fiktiver Sender. Ja, es ist kein Zeitungshaus, sondern ein fiktiver Sender. Und sein Freund, der wird immer der Freund genannt, wird kein Name genannt, aber natürlich ganz klar als Dr. Döpfner. Mhm. Ja, Benny sagt jetzt immer in allen Interviews Dr. Döpfner. Aber das war doch mal ihr Freund. Nee, das ist Dr. Döpfner. Ja, also die haben sich anscheinend nicht mehr so viel zu sagen. Benjamin Stuckrad von Barre, was verbindest du, also was hast du irgendwie jetzt, bevor du da dir ein bisschen dich damit beschäftigt hast, mit der Materie. Was hast du mit dem verbunden? Was habe ich mit dem verbunden? Der hat hier und da auch mal, ich glaube, für die FAZ Artikel geschrieben. Und daher kenne ich den Namen eigentlich. Ah ja. Vor allem, er ist ja so als Pop-Literat gefeiert worden, Ende der 90er Jahre. War so in den 90ern. Genau. Und ich habe irgendwie echt, also mein Gedächtnis lässt mich da wirklich im Stich. Ich weiß nicht mehr, weiß ich nicht, wie der zu uns gekommen ist, zu unserem Autorenteam. Also er war schon famous, definitiv. Ja. Er hatte schon sein Buch Solo-Album geschrieben, was ja die Kapitel sich an ein Album, also gibt es auch A-Seite, B-Seite, noch altmodische Schallplatte von Oasis anlehnt. Und es geht aber irgendwie um eine Liebesgeschichte, egal. Und da war der schon richtig bekannt und vom Feuilleton gefeiert oder auch manchmal gehasst. Und dann ist er plötzlich bei uns Autor gewesen. Mhm. Und ich glaube schon, dass Harald Schmidt sehr, sehr viel mit ihm verbunden hat, sehr große Hoffnungen in ihn gesetzt hat. Also ich erinnere mich noch, dass er gesagt hat, dieser Stuckrad-Barre, Manuel, das ist einer, der schreibt und denkt exakt so wie ich. Mhm. Die anderen Autoren, die machen so ihr Ding. Weißt du? Das ist zwar lustig, ja, was die schreiben, aber das ist so in Anführungszeichen deren Humor. Und das, wie Stuckrad-Barre schreibt und wie der denkt, das ist genau mein Humor.
Und also jetzt, wo ich das nochmal erzähle, 1000%ig hat da er Kontakt oder seine Managerin aufgenommen. Und Stuttgart Barre hat natürlich, wie alle zu dieser Zeit, du ja auch. Ja. Harald Schmidt. Die Harald Schmidt schon geschaut. Wobei ich wieder sagen muss, auch diese Folge, ich dachte, ich kenne wirklich jede, auch diese kannte ich nicht. Ah, du sprichst jetzt von der Palmer. Genau, so weit sind wir noch nicht. Weil das ist zeitlich später. Ja. Weil was jetzt Mike meint und anspricht, ist das berühmte Dramolett. Genau. Wir kaufen eine Hose und mit Herrn Peimann und ohne und überhaupt. Ich kaufe eine Hose mit Herrn Peimann. Und das kam aber später. Da hat er nämlich nicht mehr bei uns gearbeitet. Das war relativ kurz, dass er bei uns gearbeitet hat, würde ich mal sagen. Und zwar war ja auch nicht so, also ich war meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist jetzt schon echt 25 Jahre her, 24, ich würde sagen, 98 hat er Soloalbum geschrieben, 99 war er bei uns Autor und 2001 war dieses Dramolett, von dem wir eben gesprochen haben. Genau. Und dann eben, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war ich noch nicht Sidekick, sondern in Anführungszeichen nur Redaktionsleiter, Chefredakteur und für die Gäste zuständig. Ja. Ja, sicher? Ja, sicher. Also ich weiß, seit wann ich da saß. Na, seit wann? Komm, jetzt Test. Seit wann saß ich da? Datum. Ja, das Datum. Die Folge weiß ich, glaube ich. 7, nee, doch. 7. Wie, die Folge? Ich denke, die gibt es nicht mehr bei YouTube. Nee, aber 797 war es, glaube ich. Ehrlich? Ja. Woher weißt du das denn? Hab ich mal gelesen. Was? Ich bin ja Stalker quasi. Ehrlich? Ja. So. So um den Dreh, glaube ich, war. Gut, da kann man auch verklagen. Also Stalker können auch verklagt werden. 797, ja. Ja. Ich habe überhaupt, also die Nummern, die habe ich mir nie gemerkt, nur die Daten. Und daher glaube ich, dass du da schon der Sidekick warst, weil das war ja viel später. Also ich habe meinen festen Schreibtisch seit August 2000 gehabt, dort. Nach der Sommerpause. Das war 2001. Ja. Da war ich der Sidekick, als wir das gespielt haben. Aber als er Autor war. Ach so, das meinst du. Ja. Also zwei Stuttgart Fahrer. Heute verstehen wir es überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Sag mal, Mensch. Ja, aber das liegt, was ist denn da los? Ja, das liegt daran, dass die Autoren uns das Skript nicht richtig geschrieben haben. Ja, genau. So, auf jeden Fall, also Benny hat bei uns als Autor gearbeitet, als Witzeautor, was lustigerweise auch in dem Roman eine Rolle spielt. Mhm. Ja, also in dem Roman geht es. Warum ist der Roman so fantastisch? Dieser Roman erzählt im Endeffekt natürlich Stuttgart Barres Geschichte, wie er am Pool, er hat eine Zeit lang in Los Angeles gelebt, wusste ich auch nicht, in einem Luxushotel. Nee, das wusste ich nicht. Ja. Und hier in diesem Chateau Marmont, ja, also ein berühmtes Hollywood-Luxushotel am Sunset Boulevard. Und da trifft er wirklich so Hollywood-Größen, Rose McGowan, die den Weinstein-Skandal losgetreten hat, Drew Barrymore, ne, die bei E.T. mitgespielt hat als Neunjährige, ja, und dann in den Drogenrausch und so weiter. Und das ist alles so ganz lustig, aber irgendwie ist da immer so dieses Thema Frauenmissbrauch im Hintergrund. Mhm. Ne? Also sowohl Hollywood Weinstein, als eben auch wenn er in Berlin ist und weil er ja diesen Freund hat, diesen Senderchef, und diesen Chefredakteur mitbekommt und eine Frau kennenlernt, die da arbeitet und sagt, hey, was ist überhaupt das Problem? Ja, checkst du es nicht? Ich kann es nicht nachmachen. Man muss es lesen. Man muss es vor allem hören finde ich noch besser, ja, weil er es selber vorliest. Er liest selber vor. Das finde ich sowieso viel, viel besser. Er kann, naja gut, kommt auf den Autor an. Ja gut. Ja, also es gibt Autoren, nicht jeder ist ein begnadeter Vorleser, der gut schreiben kann, aber Benjamin kann gut schreiben und extrem gut lesen. Und er hat eine Sprache getroffen, gerade die wörtliche Rede, ja, das ist so dieses Hipster-Zeitgeist-Berlin-Mediengequatsche, ja. Ey, verpiss dich, du Leiche, was bist denn du für ein Opfer? Und ja, also jetzt nicht im Sinne von platter Jugendsprache, ja, sondern auch dieses, das implantieren wir, ja, gut, dass du das Thema ansprichst, das ist mir wichtig, wir werden das abarbeiten, in der nächsten Konfi bist du live dabei, ja. Das ist ja also dieses ganze, sehr gut, ne? Nee, aber nee, es ist wirklich,
so auf den Punkt und toll geschrieben, großartig. Und in diesem Buch geht es dann, also diese Rose McGowan, die abserviert wurde von Hollywood, seit sie diese Weinstein-Affäre aufgedeckt hat oder sich als erste getraut hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, die schenkt dem Erzähler, der natürlich Benjamin ist, schenkt ein Buch, eine dicke Biografie von Monica Lewinsky. Mhm. So, und die schreibt so eine Widmung rein, hier sei kein Arschloch, setz dich für Frauen ein, bla bla bla. Und dann reflektiert er, dass er ja mal Autor bei der Harald Schmidt Show war. Ja. Ja. Also ich meine, ich finde es sehr, sehr interessant. Er hat hier auch im aktuellen Spiegel, also wenn du das siehst, also bei YouTube kann man jetzt sehen, wie er da aussieht. Ich beschreibe das mal für alle Podcast-Hörer. Also er sieht so ein bisschen aus wie ein, der Sohn eines Mafioso, der gerade gefasst wurde. Ne? Guck mal hier, das passt, Armband sieht noch passt, aus wie eine Handschelle. Passt ne? Das Armband noch ganz gut dazu. Ja, und ich, also bei dem Foto hätte ich am liebsten gesagt, Stucki, lächle doch einfach mal. Das ist schon hart, ne? Ja, schon. Das ist schon, ne? Und ja, die Spiegel-Redakteure wollen natürlich die ganze Zeit aus ihm rauskitzeln, was ist Realität und was ist erfunden. Ist es überhaupt ein Roman, Schlüsselroman, bla bla bla. Und dann sagt er, das gesamte Personal dieses Romans ist anhand der Wirklichkeit frei erfunden. Auch das Ich, in Anführungszeichen, des Buchs, das bin ja nicht ich, auch wenn wir uns gut kennen. Ja? So, ist natürlich völlig gelogen. Ne? Also das ist 1000%ig Stuttgart-Barre, weil er dann erzählt, Monica Lewinsky, da war noch was. Ja. Da war ich doch... Ich, erzählte in dem Roman, war doch Autor der Harald-Schmidt-Show. Und wir haben Witze geschrieben. Und es war die Zeit mit Spermaflecken am Kleid, ja, nee, oder am Anzug, oder wo war, ja, nee, am Kleid, sowas, ja. Und Präsident Bill Clinton, und wir waren in diesem, also Zitat aus dem Buch, Jungsinternat, ne, das ist natürlich wirklich so, also... Ich weiß gar nicht, ob sich das in den Zeiten, als ich nicht mehr dabei war, geändert hat, aber Autor bei Harald Schmidt hieß männlich. Mhm. Weiß und männlich. Weiß und männlich. Ja, ist halt so. Ja? Also wir waren noch nicht sehr divers, muss man einfach sagen. Prost hier auf ja, das Prost. Black. Ne? Genau. Ja? Zu dem Thema kommen wir später oder nächste Folge. Ja, die Autoren waren zumindest zu der Zeit, die ich übersehen schauen kann, 1995 bis 2008, alle männlich und weiß und jung, relativ jung, also relativ jung. Aber die sind natürlich jetzt alle alte weiße Männer. Ja. Und, also jeder, der mal sagt, ich war Autor bei der Harald Schmidt Show, ist jetzt ein alter weißer Mann. Ist jetzt alt, genau. Total, mega. Und ja, und dann schreibt er nämlich, eigentlich war das ja sehr einfach damals, weil ja, alle Pointen gingen halt eigentlich in die Richtung Blasen. Ja. So, das ist Blasorchester oder keine Ahnung. Also Wochen, Monate lang immer das Gleiche. Damals hätte er sich keine Gedanken darüber gemacht. Heute würde er sagen, das war ja so vom Machtgefälle nicht ganz okay. Ja? Mhm. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und eine Praktikantin. Und darum geht es halt auch in diesem Buch. Einvernehmlicher Sex und so weiter und so fort. Wenn ich an... ja. Ja. Wenn ich an Benjamin von Stuckrad-Barre zurückdenke, na, er lebt ja noch. Und wie er lebt, ja, obwohl er irgendwie wirklich auf diesem Titelfoto des Spiegels aussieht, als würde der elektrische Stuhl gleich auf ihn warten, aber noch nicht mal der mediale. Lach doch einfach mal, Benny, lach doch einfach mal. Er war wirklich ein toller Kumpel auch für mich. Er kam regelmäßig rein in mein Büro. Ich war so ungefähr der Einzige übrigens in der Firma, der ein Einzelbüro hatte. Ja. Das hatte sich da bei den neuen Produktionsräumen in Köln-Mühlheim so ergeben. Es gab Büros, da haben zwei Leute drin gesessen, vier Leute, teilweise sogar sechs Leute. Und irgendwas ist bei der Zimmeraufteilung schiefgegangen, weil es war ja klar, dass ich der Chefredakteur oder Redaktionsleiter werden sollte. Und dann hat Harald gesagt... guck, also das kleinste Büro kriegst du, aber sei froh, dann setze ich auch keinen anderen dazu.
Und das war wirklich ein Vorteil auf Dauer. Ne? Also ich habe es sogar irgendwann geschafft, als ich dann Harald Schmidt gesagt habe, für ein konzentriertes Arbeiten ist, und habe ihm mehrere medizinische Expertisen vorgelegt, ist einfach eine ordentliche Siesta unumgänglich. Und die hast du dann auch durchgeführt? Natürlich. Ja, ich habe so ein Sofa, also ne, so eine Besetzungscouch, ja. Ne, wo die Mädels so ein bisschen was zeigen mussten. Ne. Hab mir, ja, nein, Quatsch, auch die Jungs. Auch die Jungs. Castingbüro quasi. Castingbüro, genau. Und dann hatte ich so eine Couch. Und da konnte man so die Enden runterklappen. Und ja. Dann habe ich da so und ein bisschen Schnorchel. Wegwarer, ja. Ja, gut. Ne? Also hättest du auch mal gerne auf dem Job bei, als Baseballtrainer, oder? Hast du als Baseball. Ja, da liege ich auch manchmal auf der Bank. Ja. Na, siehst du, so sieht das auch aus. Oh, pass auf. Vielleicht nicht ganz so gemütlich, aber. Ja, pass auf. Ja. Und in dieses Büro kam dann wirklich mehrmals die Woche Benjamin von Stuckrad-Barrer und hat so ein bisschen mit mir gequatscht. Ich glaube auch, so ein bisschen war sein Hintergrund, damals waren wir sehr, sehr große Gegner von Musikacts in der Show. Ja. Das machen wir nochmal zum speziellen Thema, aber ne, also es war hauptsächlich wirklich lustige Witze, lustige Aktionen, Gäste aus, keine Musik, schaltet eh jeder ab. Ne, so. Und er hat doch versucht, mich so ein bisschen wieder an die aktuelle Musik ranzuführen. Also er war eine Art Muse für mich. Ja? Weißt du, Mike, so eine Muse, die einen küsst. Ja, ja, nicht sexuell. Nee, um Gottes Willen. Ja, sondern jemand, der gesagt hat, also ich war damals total raus, also ich bin in meiner Jugend- und Studentenzeit 3-4 Mal die Woche in Köln in Konzerte, Punkkonzerte und alles mögliche gegangen. Ja, in Punk, tatsächlich. Bahnkotten, Punk. Punk, ja du. Punk, ja natürlich. Nee, Punk. Im Ernst. Ja, wie im Ernst? Ja, ja, Mega-Punk. Ja, aber nicht so ein Scheiß-Punk ja, mit Irokese oder so, sondern so T-Shirt, Lederjacke, enge ja, Hose und dann das Pogo. Hätte ich in der Pogo-Tanzschule. Ich habe jungen Mädels schon Arme gebrochen, nein. Also beim Pogo-Tanzen, ja was denn? Ja, so. Und dann war aber so ein Break, weißt, ich bin ja relativ jung Vater geworden, ne? Und eben zu Zeiten der Harald-Schmidt-Show, da war ich schon ewig Vater. Die Kinder waren, als Benjamin da war, meine Kinder waren 6, 7 Jahre oder so. So, und das, dann findest du halt einfach keine Zeit mehr, auf Konzerte zu gehen ständig. Ja, logisch. Für mich war das letzte noch Nirvana. Ich war der Einzige, der nicht mitbekommen hat, dass das letzte Nirvana-Konzert in Köln abgesagt wurde, wegen, in Anführungszeichen, Krankheit des Sängers. Ja, ne? Es wurde, Konzert wird nachgeholt, stand dann da, aber wirklich? Wurde dann nicht mehr nachgeholt, weil er war dann tot. Und ja, und dann kam er immer rein und hat gesagt, ja, Mann, hier, neue CD, Ash, ja, hier, bam. Ich kann, also an Ash kann ich mich noch total erinnern, seitdem ist es meine Lieblingsband, habt ihr dann auch live gesehen. Und er war, das kommt auch wieder in diesem Buch raus, er ist ein fantastischer Autor, aber ich glaube, er wäre noch ein besserer Rockstar geworden. Ja, er hat so dieses, er ist eigentlich geboren zum Rockstar, zum Popstar und Oasis, wie gesagt, immer seine großen Vorbilder, aber auch in dem Roman tanzt er mit Dr. Döpfner noch zum Schluss zu irgendwie. Ja, ja, es ist sehr homoerotisch. Ja, der Döpfner. Ist sehr, so, jetzt müssen wir aber noch kommen. Guck mal her, wir kriegen die Folge schon mit Benjamin von Stuckrad durch. Ne? Wir haben schon 24 Minuten. Ja. Dann kann ich jetzt schon mal sagen, definitiv nächste Folge, auch nicht erste Folge, nee. Sondern da muss ich ja das Bier mal lohnen. Da reden wir über das, was man noch sagen darf. Auch das ist eine Parallele zu Benjamins noch wach, Fragezeichen, Buch. Da geht es nämlich darum, dass diese natürlich... Er sagt immer zu dem Chefredakteur, ruhig, Brauner, weil ne, der ist schon ziemlich rechtsextrem. Ne? Ja. Also, so. Und die hauen auch immer so, jetzt wird's schmutzig. Also die Bild-Zeitung als Fernsehen, im Prinzip Bild-TV. Ne? Und ja, so, so. Und da in diesem fiktiven Sender gibt es nämlich eine Sendung, die auch seine Freundin, die dann auch später seine Komplizin wird, aber nicht Freundin sexuell gesehen, sondern Freundin, und die moderiert die Sendung, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Ja, und darüber geht es ja dann
bei uns in der nächsten Folge. Aber jetzt müssen wir natürlich noch dringend auf dieses tolle Dramolett zu sprechen kommen. Und ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Ausschnitt, den wir da bei YouTube geklammert haben. Wieso? Das ist unerträglich. Ich werde protestieren. Ich werde die Geschäftsleitung der FAZ anrufen. Fantastischer Text, ein Gott, der müsste aufgeführt werden. Verstehst du? Das müsste eigentlich aufgeführt werden, dieser Text, auswendig gelernt. Vielleicht lerne ich diesen Text auswendig und spiele ihn hier, da kann die FAZ sich nicht wehren. Das ist wehren. Gar nicht schlecht. Wir laden Benjamin ein und ihr beiden spielt den Text. Ich könnte mir diesen Wahnsinn antun, diesen Text komplett auswendig zu lernen und ihn hier zu spielen. Die FAZ wird wahnsinnig, weil da kann sie nicht wehren, weißt du? Nee, das ist richtig. Und dann stellen wir das komplett als Ausschnitt aus der Show ins Internet. Genau. Hallo, FAZ. Ganz schön clever. Ihr werdet es doch noch leid tun. Ja, die Geschichte war, um das nochmal kurz zu erzählen, das, was wir gerade gehört haben, war auch eine Rückblende quasi der Show, wo das dann aufgeführt wurde. Ein sehr, 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 sehr lustiges Interview eigentlich. Ja, mit dem Stuckrad und dem Klaus Peimann, ja, der auch mal wieder, da können wir wieder drüber stundenlang drüber reden, auch, ja, Harald Schmidt hat ja quasi so eine persönliche Geschichte mit Klaus Peimann, weil der Intendant war in Stuttgart, als Harald Schmidt Schüler war, und der ist immer von Nürtingen nach Stuttgart gefahren in die Inszenierung für Klaus Peimann, das war so die Zeit RAF, Ende der 70er, Stammheim, bla bla bla. So, und im Prinzip ist Klaus Peimann, der Intendant Klaus Peimann, schuld, dass Harald Schmidt auf die Bühne wollte. Peimann war Berliner Ensemble, ne? Wenn ich Peimann war zuletzt Berliner Ensemble, genau. Danach war er noch in Bochum und am Wiener Burgtheater war er. Und in der Zeit vom Wiener Burgtheater, da war er sehr eng mit dem österreichischen Dramatiker Thomas Bernhard. Und der wurde von allen Österreichern gehasst und von allen Wienern, weil er gesagt hat, eine braune Soße, dieses scheiß Österreich. Ja, Deutschland hat sich wenigstens noch so ein bisschen berappelt, aber die Österreicher sind genauso solche Nazis wie 38 auch noch. Und Riesenskandale, Peimann-Inszenierung von Thomas Bernhard an der Burg, bla bla bla. Und Thomas Bernhard hat irgendwann das Drama geschrieben, ich kaufe eine Rose mit Klaus Peimann und gehe danach mit ihm essen. Genau. Ja, ein ganzes Theaterstück, nur über einen Hosenkauf. Und darüber ging auch dieses Interview. Nee. Das Drama war ja, dass Thomas Bernhard, der schon längst tot war, damals auch schon, 88 glaube ich, gestorben, dass der dieses Drama geschrieben hat, und dann Benjamin von Stuckrad-Barre, der ist mit Klaus Peimann eine Hose kaufen gegangen, mit dem Intendant. Okay. Ja? So, und das fand aber Harald so grandios, und das war auch wirklich kein normales Interview, sondern ein Kunstwerk, dieses Stück, wie ein Theaterstück, wie ein kleines. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir das irgendwie in unserer Internetseite stellen? Nö. Und die FAZ hat sich geweigert. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, dann spielen wir es nach, haben Benjamin eingeladen. Und das war ja fantastisch, muss ich sagen. Findest du nicht ein bisschen langweilig? Fand ich jetzt persönlich nicht. Und vor allem fand ich es Wahnsinn, es war ja doch eine Menge an Text, und das war ja auch wie jetzt quasi, gerade jetzt in diesem Podcast, das ist ja fast ein Monolog. Ja? Richtig. Ja. Genau. Den ich ja auch auswendig gelernt habe. Genau. Ja? Deswegen wusste ich auch eben nicht weiter und er musste einen Stopp machen. Ja? So. Das war ganz neu. Und ich persönlich durfte ja auch eine kleine Rolle übernehmen, nämlich der Hosenverkäufer. Der Verkäufer. Ja. Also Benjamin hat Benjamin gespielt und Harald Schmidt hat Klaus Peimann gespielt. Und ich durfte den Hosenverkäufer spielen, und ich hatte irgendwie maximal 3,5 Sätze. Ne? Also wirklich minimal. Und ich war so nervös, aber das absolute Highlight war, das haben wir dann in dieser Show gemacht, minutenlang, das war bestimmt auch nicht die beste Quote aller Zeit. Und dann wurden wir aber von dem realen Klaus Peimann, der eben damals Intendant am Berliner Ensemble war, eingeladen, dieses kleine Stück vor seinem großen Stück zu spielen. So. Okay. Aber nur einmal. Ja. Nur einmal. Also das, normalerweise ist ja Theater, keine Ahnung, 15, 20, 25 Aufführungen, haben wir das einmal gemacht. Sind wir nach Berlin geflogen, Benjamin Stuckrad-Barre, Harald Schmidt, Manuel Andrack. Und es war so eine tolle Drehbühne. Kennst du das, wenn also wenn dann unterschiedliche Kulissen sich da drehen. Und ich weiß es noch wie heute, also bestimmt bei 1000, ich habe nie nachgezählt, wie viele Shows ich mit Harald Schmidt gemacht habe, aber bestimmt bei
mindestens 1000 Shows mit Harald Schmidt war ich nie so aufgeregt wie damals im Berliner Ensemble. Weißt du, da sitzen 700 Leute und ich dachte nur, ich habe meinen Text vergessen. Ich wusste nichts mehr. Es waren wirklich nur 3-4 Sätze. Ne? Ich weiß, aber dann umso schlimmer, die zu vergessen und da zu versagen. Und dann in dieser Live-Situation, das war noch ganz anderes, ja, weißt du, Studio, Harald Schmidt Show, ja. Köln, Heimspiel, das kriegt man sonst noch hin. Und zur allergrößten Not sagt man halt, okay, Break, wir setzen nochmal an. Haben wir natürlich nicht gemacht, also auch da theatralisch gespielt. Aber da in Berlin, am Berliner Ensemble, und ich meine Berliner Ensemble, hallo. Ja. Ja, also da hat irgendwie Helene Weigel gestanden, da hat Brecht schon Regie geführt. Da stehe ich da auf dieser Bühne, die Bretter, die die Welt bedeuten. Mit deinen 4 Sätzen. Mit meinen 4 Sätzen. Also ich glaube, ich hatte da wieder so ein ganz nervöses Tremolo in der Stimme. Und, aber wie der Kölsche sagt, es hätte alles gut gegangen. Ja, fantastisch. Prost, Mike. Ja, ich hab schon leer. Ne? Echt? Also, ja, musste mal. Ist das schon die zweite bei dir? Ja, natürlich. Das habe ich heimlich aufgemacht. Als ich meinen Text vergessen habe, habe ich heimlich hier die zweite aufgemacht. Hier. Ja. Aber wir stoßen erst an bei der nächsten Folge. Ja? Genau. Und zwar, da geht es um, er hat in Anführungszeichen Neger, Anführungszeichen, gesagt. So, das war's dann bei der zweiten Episode About Schmidt Show mit Antrag und Neu. Genau. Und wir sagen vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Freitag wieder bei About Schmidt Show. About Schmidt Show. About Schmidt Show. So, und dann, du hast halt einfach den Titel unserer Podcast vergessen. Das kann ja mal passieren nach dem dritten Break. Genau. Ja, wir machen jetzt schon Prost. Ja, in diesem Sinne.